der harte Kern, 50 Neonazis und 100 Sympathisanten. Ihr Ziel, die Region um Mittweida von allen Ausländern und Linken zu säubern. Mit Gewalt. Gezielt patrouillierten sie durch die nächtlichen Straßen, immer auf der Suche nach Gegnern. Wir treffen einen jungen Mann. Er hat Angst, offen zu reden. Seine rot gefärbten Haare reichten aus, dass er und sein Freund angegriffen wurden. Wir hatten bloß kurz gehört, guckte den an mit roten Haaren. Wir hatten uns daraufhin nicht weiter gedacht. Und daraufhin kamen 7, 8 Mann aus dem Haus rausgerannt. 4 zu mir, 4 zu dem Kumpel und haben uns da zusammengeschlagen mitten auf der Straße. Durch Tritte brachen sie ihm das Nasenbein. Er hatte am ganzen Körper Prellungen. Gezielt und gut organisiert waren viele Überfälle von Sturm 34. Umso unverständlicher die Entscheidung der Staatsschutzkammer, Sturm 34 sei keine kriminelle Vereinigung. Dabei hat die Gewalt kein Ende. Übergriffe gibt es bis heute in der Region. Auch die Staatsanwaltschaft kann das Urteil nicht nachvollziehen. Wir meinen, dass hinreichend bewiesen ist, dass eine kriminelle Vereinigung vorliegt. Eine rechtsextremistische Kameradschaft verfügt natürlich nicht über ein hochstehendes geistiges Gerüst. So ähnlich hatte sich die Kammer wohl ausgedrückt, dass das fehle. Ich denke aber, es reicht hin, wenn sich eine solche Organisation wie eine solche Kameradschaft einig ist im Willen, Gewalt gegen andere auszuüben. Das kann man aktiv tun, das kann man aber auch billig in Kauf nehmen und sich arbeitsteilig anders an der Stärkung der Organisation beteiligen. Hätte das Gericht die Gruppe Sturm 34 als kriminelle Vereinigung verurteilt, hätte jedes Mitglied eine Strafe bekommen, egal welche Aufgabe der Einzelne hatte. Stattdessen Freispruch in Sachen krimineller Vereinigung. Ein fatales Signal an organisierte Rechtsextremisten. Doch es gibt nicht nur Kritik an diesem Urteil der Dresdner Staatsschutzkammer. Ein Skandal ist auch, dass es oft Jahre dauert, bis überhaupt ein Prozess stattfindet. Die Kammer ist zuständig für schwere rechtsextreme Straftaten in Sachsen. Es gibt 3 Richter an der Staatsschutzkammer. Diese haben aber nur die Hälfte ihrer Arbeitszeit für solche Prozesse zur Verfügung. Das Gericht ist überlastet. Prozessstau die Folge. 21 Verfahren sind noch in der Warteschleife. Doch der zuständige Justizminister Gerd Mackenroth redet die Lage in der Justiz immer wieder schön. Ich kann nur generell sagen, dass die Staatsregierung genauso wie die sächsische Justiz mit Hochdruck und mit allem Nachdruck daran arbeiten, Rechtsextremismus und Gewalt zu verfolgen. Von wegen Nachdruck. Der Minister weiß anscheinend nicht, was in der Justiz los ist. Das zeigt der Umgang mit der rechtsextremistischen Gruppe SSS, Skinheads Sächsische Schweiz. Auch sie hat eine ganze Region terrorisiert. Vermeintlich linke Jugendliche wurden brutal überfallen, maskiert und mit Baseballschlägern. Die SSS-Mitglieder bildeten sich an der Waffe aus. Systematisch erfassten die Anführer Informationen über politisch Andersdenkende. Das hieß Zeckenerfassungsprogramm. Eine detaillierte Liste von Opfern, die bedroht wurden. Die SSS wurde zwar vor Jahren verboten, doch sie missachtete das Verbot und machte weiter. Regelmäßig fanden konspirative Treffen statt. Mit Zahlencodes wurden Treffpunkte ausgemacht. Wurde per SMS zum Beispiel 164 verschickt, hieß das, der Treffpunkt ist die Ruine in Gersdorf. SSS-Mitglieder waren auch aktiv auf Nazi-Demos und veranstalteten Strategietreffen. Jahrelang hat die Staatsanwaltschaft Beweise gesammelt, wie die SSS gegen das Verbot verstoßen hat. Bereits vor 3 Jahren wurden führende Mitglieder angeklagt. Doch die Dresdner Staatsschutzkammer hat den Beginn des Prozesses über Jahre verschleppt. Fast wäre die Anklage auch noch verjährt. Statt verurteilt zu werden, konnten die Rechtsextremisten bis heute unbehelligt weitermachen. Wie er, Martin Schaffrath. Gerade kandidierte er für die NPD. Im Internet vertreibt er, was der Nazi so braucht.
rechtsextremistische CDs wie Braune Brüder oder Division Germania. Hassschürender Lärm. Und T-Shirts mit Ku Klux Klan-Werbung. Passend dazu Sturmhauben und Fahnen. 1,8 bedeutet Adolf Hitler. Auch er konnte in den letzten Jahren ungestört weitermachen. Thomas Rako. Er unterhält intensive Kontakte zur Neonazi-Szene in Schweden. Regelmäßig fährt er dorthin zu großen Nazi-Treffen. Neben führenden schwedischen Nazis tritt auch er als Redner auf. Dabei hetzt er gegen die Demokratie. Rako wurde angeklagt, weil er die SSS fortgeführt habe. Da das Gericht aber seit Jahren den Prozess vor sich hergeschoben hat, wird an Strafe nicht mehr viel herauskommen. Das wirkt sich auf die Beurteilung der Schuld aus und damit auf das Strafmaß. Das heißt, je länger die Tat zurückliegt, so sagt das auch der Bundesgerichtshof, umso geringer ist die Schuld zu bemessen. Milde Strafen als Folge einer überlasteten Staatsschutzkammer. Dass es zu wenig Richter am Landgericht gibt, dafür ist Justizminister Mackenroth verantwortlich. Für den grünen Landtagsabgeordneten Johannes Lichti ist dieser Zustand in der sächsischen Justiz unhaltbar. Ich halte es für einen Skandal, dass Justizminister Mackenroth seit Jahren diesen Zustand schleifen lässt, dass er nicht mehr Personal zuführt und dass er damit billigend in Kauf nimmt, dass eben schwere rechtsextremistische Straftaten eben nicht zeitnah verfolgt werden können. Ich glaube, das ist keinem zu vermitteln, warum der Staat hier nicht seine Möglichkeiten wirklich ausschöpft, um diesen Umtrieben Einhalt zu gebieten. Ein Interview mit Kontraste wurde vom Justizministerium abgelehnt.